Herzlich willkommen in Pulsnitz. Ich zeige euch, wie schön es in Sachsen ist. Die Stadt Pulsnitz gehört zum Landkreis Bautzen. Hier versorgen wir rund 3.800 Einwohner mit Energie. Wenn ihr Pulsnitz mal besucht, und das solltet ihr unbedingt, habt ihr die Auswahl zwischen der Stadt an sich und dem Ortsteil Oberlichtenau. Für einen Blick über die umliegende Landschaft eignet sich der 413 Meter hohe Keulenberg. Pulsnitz wurde 1225 erstmals urkundlich erwähnt. Das alte Rathaus wurde um 1500 gebaut. Die Reste des ersten Baus gibt es heute noch im Ratskeller zu sehen. Pulsnitz hat viel Geschichte, aber ist auch heute eine moderne Stadt und hat viel vor, was mir die Bürgermeisterin berichtet. Ja, willkommen in unserer schönen Stadt. Wir sind hier recht modern geworden, nachdem wir 2020 ein Energiemanagement eingeführt haben. Und wir hätten nie gedacht, dass das mal so aktuell werden wird, wie das, was wir jetzt gerade erleben. Wir haben viele Hausaufgaben schon erledigt, wo andere Kommunen jetzt anfangen, hektisch Energie zu sparen. Wir haben sehr viel unternommen, auch in der Bevölkerung. Und jetzt haben wir kleine Kindergartenkinder und Schulkinder, die ihren Eltern erzählen, wie man Energie spart. Das ist natürlich ein Thema, was wir bei uns wirklich in der Bevölkerung stark verankert haben. Haben einen Energiepark eingerichtet in der Nähe eines Spielplatzes, sodass auch die Informationen tatsächlich da ankommen, wo sie heute gebraucht werden. Und wer hätte gedacht, dass wir mal zum Sparen einladen und anregen, was, glaube ich, heute viel, viel wichtiger ist als jemals zuvor. Für die nahe Zukunft stelle ich mir vor, dass wir den Weg der Stadtsanierung und Stadtentwicklung weitergehen. Wir haben einen Flächennutzungsplan in der Aufstellung und vor allen Dingen die vielen, vielen Brachen, die wir jetzt schon angefangen haben, auch zu sanieren, zusammen mit den Eigentümern, die helfen wirklich, das Stadtbild zu verschönern. Ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge zu tun an der einen oder anderen Stelle und das anzupacken, darauf habe ich richtig Lust und das werden wir auch machen. Bereits 1558 bekamen die Pulsnitzer das Recht, Pfefferkuchen zu backen. Heute gehen 9 Küchlereien ihrem Handwerk nach, die meisten davon mit Sachsenenergie betrieben. Ich bin heute bei Löschner und da bin ich mal gespannt, was mich erwartet. Wer mehr darüber wissen will, dem sei der Besuch im Pfefferkuchenmuseum empfohlen. Einen weiteren Platz in der Geschichte Deutschlands hat Pulsnitz auch im Bereich des Blaudrucks. Die hier ansässige Werkstatt ist vermutlich Deutschlands älteste noch arbeitende Manufaktur. Und der berühmteste Sohn der Stadt ist sicherlich mindestens deutschlandweit bekannt, Ernst Rietschel. Er hat unter anderem mit dem Doppelbildnis von Schiller und Goethe in Weimar sein bleibendes Vermächtnis in der Kunstgeschichte geschaffen. Wir betreiben übrigens als Dienstleister ca. 200 Straßenleuchten, vor allem im Ortsteil Oberlichtenau. Dort sind auch das Schloss und der Schlosspark sehenswert. Wie auch hier in Pulsnitz. Im Schloss befindet sich eine Klinik. Der Schlosspark allerdings ist öffentlich und lädt zu Spaziergängen oder zum Ausruhen ein. Die Laubengänge hier wurden um 1830 angelegt. Gebaut wird auch heute noch in Pulsnitz. Nicht für neue Schlösser, sondern für neue Wohnungen. Hier arbeiten wir aktuell an der Erschließung des Wohnungsbaustandortes Weststraße. Für ca. 46 Grundstücke sind rund 1500 Meter Mittel- und Niederspannungskabel zu verlegen, sowie eine Umspannstation zu errichten. Wir bleiben für euch unterwegs und zeigen, wer wir in Sachsen sind und wie Sachsen Energie ein verlässlicher Partner für unsere Region und ihre Menschen ist. Wir sehen uns!